Ein Win-Win-Projekt vorgestellt. Bei dem von der Koba-Harz geförderten Projekt im Teutloff-Bildungszentrum Halberstadt werden von den 11 Maßnahmeteilnehmer in den Sommermonaten Stromkästen in der Domstadt kunstvoll gestaltet. Das, was in der Maßnahme jetzt auch entstanden ist, betrifft ja insbesondere auch Verschönerungen im Rahmen der Stadt Halberstadt. Das heißt, die Stromkästen, die hier mit stadttypischen Motiven entsprechend erstellt wurden. Aber die Motive wurden dann so gewählt in den einzelnen Standorten, dass sie auch zu dem Standort des Stromkastens, wo er sich befindet, in der Stadt auch passend ausgesucht wurde. Das waren aber eigene Ideen der Teilnehmer letztendlich. Vielleicht noch ein Wort dazu. Für uns ist es besonders wichtig als Ausbildungsstätte, dass wir auch sinnvolle Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter hier durchführen. Maßnahmen, wo die Teilnehmer erstmal Kreativität entfalten können, wo Nachhaltigkeit vorhanden ist und wo die Teilnehmer auch etwas mitnehmen. Denn sie sollen ja durch solche Projekte, was nicht immer der Fall war, dann wieder in ein eigenständiges Leben auch geführt werden, in eine Selbstständigkeit und in ein selbstbestimmtes Leben. Und das ist, glaube ich, das, was wir nicht vergessen sollten. Das ist eigentlich der Hauptgrund auch dieser ganzen Maßnahmen, die wir dann hier machen wollen und sollen und können und gerne tun. Da die Witterung im Winter die Außenarbeiten nicht zuließ, widmeten sich die Projektteilnehmer der Herstellung von Deko- und Spielelementen für öffentliche Veranstaltungen in Halberstadt. Quasi eine Zugabe. Pferde, das sind Stockpferde. Ein Leiterspiel ist auch noch ganz schön. Es ist halt, wir haben halt Ideen gehabt und haben das halt ein bisschen so umgesetzt, wie wir es konnten. Das haben wir uns alles selbst ausgedacht, ja. Und haben das auch selbst erarbeitet. Die ganzen Baupläne und Dings haben wir mit Hilfe des Internets natürlich auch ausgedruckt und dann halt alles selber fertig, ja. War ja auch nicht lange über Winter. Haben wir auch in kurzer Zeit geschaffen. Wir hatten ja auch schon was abgegeben an Kindergärten und Tierpark, glaube ich, war. Und Bewegungsspiele, großteilige Puzzle und so weiter. Auch Stadtplaner Jens Klaus ist überrascht, was die jungen Männer für Spiele hergestellt haben, die jetzt in den Besitz der Stadt übergehen. Ja, toll, wenn sich junge Menschen, junge Männer mit kreativen Dingen befassen. Und wenn sie das mit Freude tun, kommt auch was Vernünftiges bei raus. Ich denke, das sieht man hier ohne Zweifel. Und wenn dann noch was bei rauskommt, was Kindern zugutekommt, ist es nochmal umso schöner. Ich finde das auch toll. Ich bin völlig unvorbereitet gewesen, als ich herkam. Ich wusste nicht, was ich hier sehen werde. Das einjährige Projekt, das bis Ende Juni von der Koba gefördert wird, hat aber noch eine zweite Seite. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die Lohnzuschläge, die sie während der Maßnahme erhalten, anzusparen, um damit einen Führerschein zu finanzieren. So sind sie flexibel und besser auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar. Ich denke, jetzt sind zwei Parteien, die gewonnen haben, die Teilnehmer zuallererst, um die geht es. Weil offensichtlich sind sie mit großem Elan und Freude dabei. Die Anleiter erzählten mir, dass es kaum Fehltage gibt. Das ist ja immer ein gutes Zeichen dafür, dass es Spaß macht. Die Motivation für die Teilnehmer ist ja auch da, weil sie haben sich ja bereit erklärt, das Geld, was ihnen zusteht, zurückzulegen und damit einen Führerschein zu erwerben. Das ist für die Teilnehmer auch eine große Gewinnsituation, weil sie damit ja mobiler werden, auch für den Arbeitsmarkt leichter zur Verfügung stehen können. Ja, und dann sind die anderen Gewinner, die davon was haben, was sie hier herstellen, hauptsächlich die Stromkästen, die, denke ich, schick verziert werden und interessant aussehen. Und die Wintersaison haben sie ja genutzt, um hier diese Spielgeräte für die Kinder der Stadt Halberstadt herzustellen, also auch Gewinner auf der Seite der Stadt Halberstadt. Die theoretische Fahrprüfung haben die Teilnehmer bald abgeschlossen. Dann folgt die praktische Ausbildung. Solch ein Förderprojekt der Koba-Harz ist nicht das erste seiner Art und es soll auch nicht das letzte gewesen sein.